Sie haben auch schon Eindrücke jetzt hier gesammelt? Ja, sehr viele. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr interessant. Ich bin dankbar, dass wir doch mit durften, dass wir diese Erfahrung mit Ihnen teilen dürfen. Und es ist auf jeden Fall, ja, also sehr vielseitig und steht sehr spannend. Ja. Wie sehen Sie das? Sie sind ja ein bisschen näher, glaube ich, schon am Unternehmen dran. Wie haben Sie das jetzt hier heute und gestern so aufgenommen? Also ich finde, es ist nach wie vor eine sehr spannende Messe und es ist auch gut zu sehen, was der Markt alles so macht. Und meine Schwester macht ja jetzt ein Praktikum, also sie ist jetzt auch sehr nah dran. Und mal schauen, wie sich das entwickelt, aber die Messe war gut. So, Sie feiern auch heute Abend noch ein bisschen, aber zwar nicht als Firma Villiger, sondern mit Ihrem Tochterunternehmen oder Schwesterunternehmen oder dem Unternehmen, an dem Sie auch beteiligt sind. Ich werde heute Abend meinen kubanischen Strohhut aufsetzen müssen wahrscheinlich, das ist ja das nächste Paar, andere Paar Schuhe. Aber wir haben eine große Party, es sind etwa 200 Leute da. Also die Habanos feiert da 20 Jahre Jubiläum, die kubanische Vertriebsorganisation. Die Fifth Avenue feiert 25 Jahre. Die sind noch sehr jung im Vergleich zu uns, wir waren ja 125 Jahre, das sind ja alles erst noch Anfänger. Und noch Babys. Und wir haben also großer Bahnhof, es kommen auch andere Importeure, die uns besuchen. Die Russen sind da, die Skandinavier sind da, die Belgier sind da. Wir haben auch Österreich, verantwortlich für Österreich, da kommen 20 Trafikanten. Also wir werden sehr viele Leute haben und es ist natürlich schön, dass wir befruchten uns ja gegenseitig. Ich habe auch den Kubanern gesagt, wir machen ihnen ja keine Konkurrenz. Der beste Tabak ist der Havanna, der zweitbeste ist Brasilien, da sind wir da drin. Und dann gibt es eine Lücke und dann kommen alle anderen. Aber die Lücke haben Sie ganz schön geschlossen. Aber die Lücke haben wir, da sind wir auch, also in der Lücke sind wir auch drin mit Dominikanischer Republik und Nicaragua, auch gute Zigarren, aber es ist nicht die Champions League ist eben ganz oben, das ist wie bei allem auch, das ist nicht nur bei Zigarren so. Champions League spielen Sie für mich auch immer, wenn es um Sachen Events geht. Sie sind in so vielen Events unterwegs, wir sehen uns da auch hier und da und dort und ich schätze das sehr hoch ein, dass Sie sich so auch in diesem Metier zu Hause fühlen, dass sie auch den Endverbraucher, nicht nur den Fachhandel, sondern den Endverbraucher Kontakt suchen. Aber ich glaube, das bringt auch ganz viel für Sie persönlich. Ja, ohne Handel könnten wir nichts machen. Ich sage, wir produzieren oder wir kaufen ein, aber wir brauchen den Handel. Gerade für dieses Produkt ohne Einzelhandel funktioniert das nicht. Und Gott sei Dank haben wir in Deutschland eine sehr breite Basis von Fachhändlern, gute Fachhändler, die auch was davon verstehen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, Polen zum Beispiel. In Polen gibt es keinen qualifizierten Fachhandel. Da tun wir uns natürlich sehr viel schwerer. Also wir werden jetzt auch Polen beliefern. Wir haben einen Partner in Polen, ein polnisches Unternehmen. Aber wir werden Polen von hier auf, von Deutschland aus beliefern. Also wir haben in Tingen einen relativ hohen Hub. Wir haben Havanna-Lager mit, weiß ich, 10 Millionen Stück. Und beliefern Deutschland, beliefern Österreich und werden jetzt auch Polen beliefern. Aber die Polen sind unabhängig, die machen das Geschäft allein, sie werden nur von uns beliefert. Ja, das sind doch wieder ganz tolle Informationen von Ihnen. Ich wünsche Ihnen also jetzt noch eine gute Vorbereitung auf den Abend und für Sie noch die nächsten Tage auch viel Spaß hier. Bis später.